dein Rap. So Leute, da sind wir. Fick dein Rap Crew. Fick dein Rap Jury. Alle sind dabei. Gucken uns heute die ersten Videos an. Ne? Ich bin Excellent von ehemals HDF immer noch so. Und wir haben einen neuen Contest ins Leben gerufen. Der ist Fick dein Rap. So. Und da haben wir bis jetzt 10 Leute abgedreht, 30 wären's und einer wird am Ende ein geiles Video gewinnen. So, ja? Hoffentlich. Super. So, und jetzt gehen wir mal zu der Jury, wen wir da alles so haben. Ich habe schon ein bisschen mitgekriegt, die haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Ist ganz geil, weil die gehen unvoreingenommen in die Videos und sozusagen war jetzt falsch. Vorhin gedacht schon wieder, ich habe irgendwie Scheiße gelabert. Aber egal. Ich finde, Excel macht das sehr gut. Authentisch. Ja, wirklich. Ja, erzähl du doch mal jetzt. Ja. Mach du doch mal. Zeig mal, ob du besser kannst. Und zurückleben. Mein Name ist Ben Salomo. Manche kennen mich vielleicht von Rap am Mittwoch. Ich bin heute hier als Juror, wie die anderen Jungs. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Absicht bis jetzt nichts gesehen. Weil ich wollte wirklich emotional, völlig unvoreingenommen in diesen Contest reingehen und mir heute das erste Mal alles geben. Und ich werde ganz gut aufpassen und jeder einzelne Sache hier korrekt bewerten, hoffentlich. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Ergebnis und heute hier zu sein, Alter. Na geil, Alter. Na, kicken wir mal, ob der auch Ahnung von dem, was der da hat. Null. Also, null. Ich glaube, er hat schon ein bisschen geübt, der kann das schon ein bisschen. Der weiß schon ein bisschen, ob jemand was kann und ob jemand was nicht kann. So, ja? Ich übrigens auch. So, Hengst, erzähl doch mal. Ja, Taschen, mein Name ist Basso Danenk, ich bin auch hier in der Jury und ich habe mir ein paar Videos angeguckt, ein paar nicht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meinte schon vorhin, ich hoffe, es ist nicht zu viel Trap. Ich bin eher so der normale Rap-Fan. Ja, mal gucken, was kommt. Rap. Ja, mein Name wird jetzt genau hier eingeblendet. So ungefähr. So lang ist der Name auch nicht, Alter. Der ist länger, als du denkst, mein Freund. Und ja, ich habe mir auch noch nichts angehört, noch nichts angeguckt. Ich gehe da auch ganz offen ran und lass mich überraschen. Ich habe vorher viel schon gesehen, weil ich die Sachen ja auch geschnitten habe. Von daher, ich kenne eigentlich jedes Video ein bisschen in- und auswendig so. Tomek, du... Yeah, ich bin Tomek, DJ Tomek. Mir hat Hip-Hop ein Leben gegeben. Ein paar Nullen auf mein Bankkonto gespült, mich aus der Armut rausgeholt, vor allen Dingen mir eine soziale Berechtigung da gegeben, eine soziale Identität. Ich bin aufgeregt, positiv aufgeregt, mit dieser großartigen Jury hier zu sitzen, weil ich hoffe, dass dieser Contest für dich genau dasselbe machen kann, nämlich dich von einem Unbekannten bis ganz nach oben hieven. Und ich bin gespannt auf deine Texte, denn ich bin mir dessen bewusst, was ein Text für eine Kraft hat. Ich habe nichts vorher gesehen, aber ich bin sehr gespannt und drücke dir die Daumen. Supi, also das hat er doch toll gesagt. Gänsehaut, Gänsehaut. So, ja, also das ist nämlich auch ein Grund, weswegen wir das machen, weil wir wollen am Ende des Tages hier einen haben, der in der Musikindustrie Hand und Fuß und Stimme fassen kann. Fassen kann. Danke, dass du mir die Worte vorgibst. Produze. Tachchen, ich bin Produce von den Hijackers. Ich bin Produzent und ich bin wie immer gut vorbereitet gekommen und habe alle Videos schon gesehen. Und weiß, da sind ein paar richtige Granaten dabei. Und ich weiß auch, dass dieser Contest richtig gut werden wird und dass wir am Ende einen haben werden, der es richtig drauf hat. Also seid gespannt. Hier, diese Dinger, ne? Wie findet ihr die? Schön, hübsch? Oder? Super, ich finde sie gut. Auf jeden Fall. Kannst du mal den Leuten zeigen, was man da so machen kann mit? Ja, fünf. Genau, die Bewertungspunkte. Sag mal, was das für Bewertungspunkte gibt. Ja, es gibt Bewertungspunkte. So, du kannst einen ganzen Punkt geben, kannst aber auch nur einen halben Punkt geben. Aber was gibt es denn? Für was denn? Für Rapflow. Ja, Rapflow. Einmal. Ja, dann gibt es für Text. Ja. So. Text ist ja immer gut, ja. Also Text sind so also Hooks und so, das ist schon, das muss man schon irgendwie drauf haben, sonst funkt das nicht so, ja. Wer besser bei Rap. Wer besser bei Rap ist ganz wichtig, so, ja. So. Siegfried kann gute Hooks schreiben, so, ja. Stimme, ja, Stimme, bei mir haben sie erstmal den Pegel richtig runtergedreht, bei mir ist es noch minus 30 dB, aber ja, egal. Kommt der gerade Performance übersprungen? Performance hast du übersprungen. Performance? Ja. Hast du deine Performance übersprungen, Alter? Performance, ja, Performance. Performance ist auch wichtig, ne? Rap-mäßig ist Performance wie so also richtig, wie so nix. Ich bin's! Ja. Mein Lieblings-Dingsbums, ne? Ist wichtig. Ja, Stimme, wie gesagt, wiedererkennungswert, ja? Mhm. Was auch sehr wichtig. Selten ist. Gibt's sehr selten, finde ich. Gibt's sehr selten? Digga, ja, letztens habe ich meiner Freundin einen Song von dir vorgespielt, nach 9, keine Ahnung, 10 Jahren, der erste Song. So lange war es nicht, oder?
Ungefähr. Und sie meinte gleich so, ist es Basul dann Hengst? Ja, sag ich auch selten. Krass. Okay, gut, okay, habe ich dir ein X gegeben. Und Song allgemein, ist der Song, passt der ins Pop-Rap oder passt der eher ins... Naja, ob der Song cool ist oder nicht, einfach so der Song. Song allgemein, wie performt der Typ auf einem geilen Rap-Beat oder ist der Kacke einfach so, ja? So, und das müssen wir jetzt rausfinden. Und deswegen gucken wir jetzt gleich mal ein paar Videos an. Okay, Jungs, jetzt haben wir den ersten FDR-Teilnehmer, Vira Lata, Streuner auf Deutsch gesagt. Und ja, lasst euch überraschen, Video ist cool geworden, der kommt aus Berlin und ein geiler Typ, Alter. Fick dein Rap. Proof on the trail. Streuner, Streuner. Vira, Vira. Scheiß drauf, wer in deiner Band ist. Scheiß drauf. STAU Rap authentisch. Yeah. Nigga, direkt aus den Slums. Hab es erlebt, Mann, mein Leid war unendlich. Egal was du erzählst, nein, du kennst nicht. Mein Weg, frag mich, was du dir denkst, Bitch. Anzunehmen, wir wären identisch. In meiner Nähe wird es für dich brenzlig. Rapper, nimm an, Vira Lata, nicht menschlich. Dein Schiff, deine Crew, Kid, versenk ich. Nur Matrosen zu schwul, Mann, und ängstlich. Euer Gesundheitszustand bleibt bedenklich. Bin ein Killer am Mai, kein Verständnis. Denn ich muss sehen, dass ich Euro und Cents krieg. Bis ich dann hinter dem Steuer im Benz sitz. Grüne Waldhaus oder Hafe, dann. So, Manfred, gefällt's schon mal? Killertyp, Alter, richtiger Killertyp. Ich finde ihn richtig geil. Was mir besonders gut gefallen hat, er fängt so normal an, dann wird er so Doppeltime-mäßig, geht richtig so, steigert sich nochmal. Der kriegt von mir nur einen halben Punkt Abzug, weil er im dritten Vers nicht nochmal draufgelegt hat, so, sondern weil er so dann wieder zurückgegangen ist. Mhm. Hätte ich als Song anders gelöst, aber ansonsten richtiger Killer-Typ, richtiger Soldier. Ich glaube ihm, was er sagt. Seine Bitches rauchen Weed im Video. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist total glaubwürdig. Seine Rhymes sind gut. Ich habe so kompletter erster Verse, bam. Mhm. Richtig geil. Ich finde, den dritten Verse hätte er sich sparen können und hätte gleich ins Outro gehen können. Aber ansonsten perfekt, Alter. Also, das ist richtig Killer. Ja. Richtiger Killer-Typ, ey. Richtig, super. Bam. Mit hinten raus, Hammer, ey. Ein bisschen long, aber... Geiler Typ auf jeden Fall. Ja, richtig geil, Mann. Er hätte sich die Bridge am Ende da sparen können, finde ich. Aber sonst war es richtig krass. Also ich muss sagen, am krassesten fand ich den Flow. Voll geil. Ja. Alles andere war irgendwie auch, Texte waren cool, aber waren jetzt auch nicht, wo ich sage, krass, was war denn das gerade für eine Line? Das würde ich eher, es war nicht schlecht, aber es war eher so mittelmäßig. Generell war alles eher so, bis auf den Flow, der war schon, Stimme geht auch nach vorne, aber es ist jetzt nicht so, auch beim Song allgemein, das ist so, das ist ein cooles Ding. Ja, aber nicht so krass, was war denn das gerade? Hier haben wir Vira Lata. Den habe ich einen Rap-Flow gegeben von 4. Warum, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall super daneben geschrieben, super Flow. Also anscheinend hat es mir gut gefallen. Ne? Gut. Text haben wir 2,5. Anscheinend war okay. Ja? Gut. Performance haben wir nochmal 2,5. Wenn ich 2,5 gebe, dann ist es okay. Dann ist es so, ja, hast gerade so geschafft. Stimme 3,5. Song allgemein 2,5. Insgesamt, ich habe das extra wirklich, frag mal, wie tight, ich habe das wirklich gerade noch im Taschenrechner nachgerechnet, ob ich da alles richtig gemacht habe. Fand ich Rapflow echt geil, habe ich eine 4,5 gegeben. Fand ich super. Text fand ich ganz gut, 3. Da habe ich aber irgendwie das Gefühl gehabt, da geht noch was. Performance fand ich gut, professionell habe ich mir aufgeschrieben, 4 Punkte. Stimme finde ich geil, 4 Punkte. Und den Song allgemein fand ich auch ziemlich cool, eine runde Sache, habe ich insgesamt 19,5 Punkte. Ich habe übrigens per Kopf ausgerechnet, deswegen werden bestimmt Fehler da drin sein. Vira Lata, Brasileiro, der streunende Hund. Flow ist seine große Stärke, seine Bitch smoke das Weed, so geht's ab bei uns in Berlin. Klar, Standard, guter Flow. Ich persönlich mochte das Wort auch Überschritt, das ist mir im Kopf geblieben. Zu meiner Wertung, Rapflow 4,5 Punkte, Text 4 Punkte, Performance 4 Punkte, Stimme 4,5 Punkte, Song allgemein 3. Flow war halt in diesem Punkt so die große Stärke und ich fand das so, eben so als Allgemeinkünstler fand ich das irgendwie so ein interessanter Typ, deswegen 20 Punkte, also auf jeden Fall so ganz souverän. Rapflow habe ich 3 Punkte gegeben, war solide, aber nichts Besonderes, finde ich. Text 3 Punkte, war auch Standard Battle Rap.
Performance 4 Punkte. Das kann er sehr gut. Hat sich sehr gut präsentiert, hat sehr gut zum Song gepasst. Wunderbar. Stimme 4 Punkte, fand ich auch gut, gut eingesetzt. Passte gut zum Beat, war sehr rund. Song allgemein 3 Punkte, eben weil es vom Song her auch ein gängiges, normales Thema war, was ich in meinem Leben bestimmt schon 10.000 Mal gehört habe. Also insgesamt 17 Punkte für Vira Lata. Zweiter FDR-Teilnehmer aus Rostock. Mhm. Warte. Lichtenhagen, da wo die Mollys geflogen sind vor 15, 13 Jahren. So, da kommt der Junge her. Ach da. Halb Iraner, halb Deutscher, hat ein bisschen so, der Text ist so ein bisschen so, aber hört selbst, ist ein bisschen über so Politisch. Family und so. Und ist schon ganz geil. Und ja, ab geht die Post, würde ich sagen. Ja, dabei. Milz! Milz hat Skills. Noch im Bauch flog ich zu Hause raus, mit 1 wuchs ich in Rostock auf, mit 6 schlug Papa, Mama blau, mit 15 dann der Grabstein drauf, 18 Jahre Player auf, ab heute schreib ich alles auf, mit 20 wusste ich, ich muss raus und heute lass ich die Scheiße raus. Milz ist jetzt da, ich zeig dir was geht, Wolfgang Schäuble, der schon mal nee. Mir egal was du sagst, schlechte Laune im Jahresvorrat, alles parat und ich stimme wie Barry, mach nicht so ein Larry. Und along comes Mary, M-E-L-Yeah. Ich hab alles gesehen, du sagst, du kennst mich, sag mir von wem. Ich bin krank und wie schön, die Welt am Verrecken, lustig zu sehen. Wenn die Stimmen, die mir sagen, komm und lass. Wenn die Stimmen, die mir sagen, sei nicht dumm. Meine Stimme sagt zu mir, weißt du was? Heute Nacht, bring sie um. Kommt mir das nur so vor, Alter, oder wirkt es sehr schüchtern, Alter? Es kommt mir so vor, als ob der... Genau das, finde ich, ist eigentlich seine Stärke. Nee, ich weiß nicht. Für mich kommt das so vor, als ob der in seinem Kinderzimmer rappt und Angst hat, dass Mama gleich reinkommt. Das richtig sei, sei leise! Das ist jetzt, ich finde, genau das ist eigentlich zeitgemäß. Das ist ja das Geheimnis des Erfolges von Drake zum Beispiel. Nee, Drake hat der hat Flow. Drake, bei Drake eine andere Ausstrahlung. Klingt, einfach, ja, und klingt das geil. Bei ihm ist es so, weiß ich nicht. Also mich hat es nicht so geflasht. Also mir hat genau nicht, das gefallen, dass der Typ verletzlich wirkt. Weil genau das kann aus ihm einen Star machen. Ich habe allerdings Probleme gehabt, dass die Sachen, die er sagt, nicht stimmen. Ich habe alles gesehen, das ist einfach nicht wahr. Es gibt keinen, der alles gesehen hast. Du bist in Bangkok in kleinen Jungs drin, ist zwar ein guter Rhyme, aber wenn überhaupt, dann ist der kleine Junge in dir drin. Aber auf jeden Fall ausbaufähig. Also mich hat genau das angesprochen, dass der Typ verletzlich ist, weil es gibt viel zu wenig Künstler, die sich trauen, ihre verletzliche Seite zu zeigen. Und da ist eigentlich das Geheimnis des großen Erfolges drin. Wenn man die Eier hat, genau diese Seite zu zeigen, das macht am Ende den Unterschied zwischen dem Typen, der seine Verletzlichkeit zeigt und dem, der nur sein Ego zeigt. Ja, aber also fandest du das so geil? Ja, weil das Ehrlichkeit ist. Nein, ich fand die Umsetzung mittelmäßig. Ja, nee, die Umsetzung mittelmäßig. Das ist ja das Problem. So. Man, also ich habe auch schon den Eindruck gehabt, der traut sich nicht so richtig. So. Aber ich habe schon mein auch Problem. Den Eindruck gehabt, das ist auch schon ein bisschen bewusst so. Was mir halt am Anfang aufgefallen ist, der Text, er fing an mit Storytelling. Er fing an damit, mir zu erzählen, wo er herkommt. Ich fing an, ihm zuzuhören. Da hört man zu und dann ist man weg. Dann an, mich zu interessieren. Und genau. Und dann Standard auf einmal switcht er zum Representer. Ja. Und ich dachte mir so, ey, warum bleibst du nicht länger da drinnen? Und wenn dann wäre es auch geil mit der Hook, weißt du? Wenn er dieses Storytelling macht und die Hook ist so, diese Stimme sagt, wir bringen sie um, so. Ja, das wäre krass. Da wäre mehr reingegangen. Wieso willst du denn die Leute umbringen? Weißt du, warum? Was ist denn da so? Und das wurde halt dann einfach zu sehr zu einem Representer, was ich schade finde, so, weil der Ansatz und der Anfang war schon cool. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch einiges. So. Ich würde den jetzt nicht abschreiben. Aber wie lange rappt denn der? Wie lange rappt der? Schon. Was hat er gesagt? 14, 15, irgendwie so, da fing das an mit seinen Eltern. Er hatte Probleme mit seinen Eltern. Darum geht der Song auch so ein bisschen. Ja. Und da hat er dann so Stift und Papier genommen und da hat er angefangen. Aber ganz so ehrlich, die erste Sache muss ich mal sagen, so, auch wenn es jetzt hart ist, irgendwie, aber wenn jemand 10 Jahre rappt, da erwarte ich einfach so flowmäßig viel mehr. Da erwarte ich viel krassere. Auch die Performance, Triple, Double Rhymes, keine Ahnung, was auf dem Boden. Oder zumindest absichtlich nicht den Double Rhyme, dafür aber den krassesten Spruch. Der Vor allen Dingen eine Sache, wenn man 10 Jahre rappt, und da finde ich, hat Ben völlig recht, dass man dann lernt,
man packt nicht sein ganzes Leben in einen Song, sondern ein Song ist ein Song. Das heißt, entweder du erzählst eine Story oder du erzählst das oder du machst das, aber du packst nicht alles in einen Song. So. Weißt du, was ich, das ist halt, also für 10 Jahre, ich hätte jetzt gedacht, so der ist gerade so... 4 Jahre, oder? Nee. Höchstens, Digga. Also kann ich nicht sagen, aber ich hätte jetzt, also 10 Jahre, da erwarte ich schon, also würde ich schon auch meinen... Man muss so, aber auch müsste immer eigentlich zumindest so konzentriert, weißt du, müsste so konzentriert halt. Mein Freund aus Rostock, ich habe alles gesehen. Ja, teilweise interessante Lines. Du bist in Bangkok in kleinen Jungs drin. Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Fand ich ausbaufähig. Was mir besonders gut gefallen hat, war eben die Verletzlichkeit. Ich meine, einen erfolgreichen Künstler macht eben aus, dass er sich zeigt, dass er sich eben auch traut, seine verletzliche Seite zu zeigen. Das macht eben den Unterschied zwischen den großen Jungs und den kleinen Jungs, weil die kleinen Jungs wollen alle hart sein und die großen Jungs sind halt ganz und sind auch verletzlich. Allerdings fand ich hier so als Kritikpunkt, es war nicht so richtig schlüssig in sich. Rapflow von mir 4 Punkte, Text 4,5 Punkte. Performance 4 Punkte, Stimme 3,5 Punkte, fand ich nicht so richtig kontrolliert. Song allgemein 4 Punkte. Also wir haben insgesamt, bin ich auf eine Wertung von 20 Punkten gekommen. Ja, der zweite MC, Milz. Ich habe ihm 3 Punkte im Rap-Flow gegeben. Ich fand, der hat auf jeden Fall so einen guten Standard-Flow gehabt. Ist jetzt nicht besonders herausgesprungen irgendwie. Deswegen nur 3 oder beziehungsweise immerhin 3 Punkte. Das ist ja... schon ganz gut. Textlich habe ich ihm 2,5 Punkte gegeben. Das habe ich auch schon vorhin in der Gruppentherapie gesagt. Anfangs Storytelling fand ich ziemlich cool, hat mich dazu gebracht zuzuhören. Aber dann irgendwie verließ er so ein bisschen das Schema, ging zum Representer über und dann kam nichts Überraschendes mehr, sage ich mal. Deswegen 2,5 Punkte. In der Performance auf jeden Fall solide vor der Kamera, 3 Punkte. Stimme fand ich, habe ich ihm auch 3 Punkte gegeben. Aber warum es bloß 3 waren, ich finde... Er hat eine Stimme, die nicht so stark Wiedererkennungswert hat. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man da so ein bisschen variiert, irgendetwas, irgendeinen bestimmten Flavor reinbringt, der einen irgendwie eine Wiedererkennung verschafft. Manche Leute machen das mit einer Art Sprachfehler wie Shamila Lux oder andere machen das halt, indem sie mal ein bisschen höher oder tiefer gehen oder leiser oder lauter werden. Deswegen da nur 3 Punkte, aber Song allgemein gebe ich ihm auch 3 Punkte, weil ich die Hook auch eingängig fand. Der Rapflow war 2. Text habe ich ihm eine 1 gegeben, anscheinend war richtig scheiße. Ja. Performance habe ich ihm eine 2,5 gegeben. Der Moment, wenn du deine eigene Schrift nicht lesen kannst, Digga. So, Stimme war eine 1, Song allgemein war 2,5. Du hast von mir 9 Punkte gegeben, somit bist du richtig scheiße, Digga. Das war so Medium. Rapflow habe ich 2,5 Punkte, gar keine Notizen, das war auch... war nicht so dolle irgendwie. Dafür ist mir aufgefallen, die Hook war ganz geil. Da wäre irgendwie mehr gegangen textlich, wenn du mehr auf die Hook eingegangen wärst, habe ich 2,5 Punkte für den Text. Performance habe ich 2,5 Punkte, fand ich so in Ordnung, aber nichts Besonderes. Stimme dasselbe, fand ich so... Manchmal habe ich gedacht, es hat einen Wiedererkennungswert, manchmal habe ich gedacht, da ist irgendwie nichts. Und Song allgemein fand ich auch nicht so dolle, 2,5 Punkte, insgesamt 12,5 Punkte. Milz, die Nummer 2. Da haben wir Rapflow 2 Punkte. Fand ich etwas unsicher, nicht ganz sauber, ein bisschen durcheinander alles. Text 1 Punkt nur, weil das für mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes war. Ein bisschen Geschichte kam rein, dann war ein bisschen Battle Rap, also konnte sich nicht einigen, was er eigentlich will. Performance 1,5. Und zwar, ja, es hat irgendwie schon zu seinem Ganzen gepasst, dieses Uneinig zu sein in sich selbst, aber es ist halt nichts, worauf ich stehe und ich muss auch nach meinem Geschmack gehen, deswegen ist es nur eine 1,5. Stimme 1 hat nur in der Hook gut gepasst, ansonsten ja, hat es mir nicht so gefallen. Song allgemein auch nur 1, weil es halt nicht gepasst hat vorne und hinten. Also 6,5 Punkte für Milz.
Ja, jetzt kommen wir zum dritten. King Easy, junger Künstler, glaube ich 20, aus Lüneburg. Ja, super Typ, hat sich ein Beat von Hijackers gepickt und hat darauf was Schönes für Fick Dein Rap gemacht. Und den gucken wir uns jetzt an. Yalla, bye. Fick Dein Rap. So eine Attitude, der Typ. Aus den Schaufen. Ja, stehen die Klamotten auch richtig Guck gut. Guck mal, Bam, Alter, für 0 Euro kriegt er gleich Plus. Jetzt wird alles auf den Kopf gestellt, full power, let go, easy bra, wieder mal am Start und der Hype wird riesiger, wie ein Schatz, weiß ich zu, nehmt euch in Acht, über Nacht, zu einem Star geworden, dreh jetzt am Rad, wie ein Quest ist gelebter, wer ist der Neger, der aus dem Nix auftaucht und mit frischem Wind wie ein Segler, Ewa. Das war ein Knaller, Alter. So musst du kommen, Alter. Ich hab ein Bild gesehen beim Rap Battle. Ich hab den Typen gesehen in so einer vollen Halle und alle machen ratatatatata. Ja, Mann, der sieht aus wie ein Star und so, Mann. 20 Jahre dicker, Alter. Krass. Ey, wir haben Klamotten mitgebracht, dem hat alles gestanden. Der sah einfach geil aus. So. Der zieht dann, oh, das ist eins geiler gewesen als das andere. Aber der ist, hat sich auch vorbereitet. Ne? Also war schon in Action. Ja, der weiß, was er will. Erzähl mal, ihr seid am Schreiben. Also für mich war fast alles perfekt. Performance war überkrass. Das wirklich alles. Von Rapflow, Performance, Stimme, Song allgemein, alles top. Ich finde, also bei so einem Representer-Song, gerade sollten, was wir auch vorhin geredet haben, wenn er so Punches raushaut, die sollten schon mehr, also da geht noch ein bisschen, aber war schon stabil. Ja, da geht noch mehr, irgendwie mehr lustige Lines. Ich finde seine Stimme einfach ganz besonders, Mann, dieses Überschlagen der Stimme. Und der macht das ja absichtlich und der weiß genau, wie er die einsetzt. So, das ist einfach geil und es ist was Besonderes und das merkt jeder sofort. Ja. Das ist einfach krass. Das ist unser Junge. Der Rap ist bisher mein Favorit, das ist der allerbeste. Bis jetzt, also das, was wir jetzt gesehen haben, ich meine, es sind jetzt noch nicht so viele, aber da kommt noch einiges. Aber ich muss echt sagen, so Song allgemein jetzt, ja, ich finde den absolut zeitgemäß, passt zu dem aktuellen Sound, was man so hört. Und da sind wir immer sehr kritisch, haben wir immer vorher darüber gesprochen, aber mit dem bin ich glatt Fan geworden, so. Das war richtig geil. Das ist doch Trap, ne? Trap. Das war Trap. Und das war aber richtig aber das gut war, gemacht. Und ich habe ja auch viel Trap gehört schon. Also, und muss sagen, das ist super. Ich wollte auch so diese, das, was wirkt du meintest. Wie Brooklyn, mit Alter. Weißt du, der Typ wirkt, als ob du den so... Lüneburg, Alter. Lüneburg, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ey, ist aber, ey, wir laufen durch Lüneburg, ey, die kleinen Kids. Die kennen die, ja, der ist regionaler Star schon, wa? Das ist so ein Typ, ich weiß nicht, wenn so, das ist so ein Typ, der müsste jetzt anfangen, seine eigenen Mixtapes zu machen und seine eigenen Mixtapes selber zu verkaufen. Ich schwöre dir, der Typ kann seine eigenen Zeug selber verkaufen. Der braucht uns gar nicht so, ist gut, dass er jetzt hier so macht und alles Gute und so weiter und so fort. Aber der muss mal seinen Hustle einfach richtig ankriegen, weil genauso, so, ach man, einfach einzigartig. Ey, der hat, der Moonwalk sogar, der tanzt, alles. Ja, Dicker, das muss man leider sehen. Ja, ja, genau. Du trau dich doch mal dahin zu, weißt du, tanzen, Moonwalken. Ja. So anfangs einsteigen. Ja, weißt du, was ich meine? Fand ich auch. Sein ganzes Style ist krass mit den Grills, das Aussehen. Alles, so. Genau, ja. Das also, passt einfach so krass. Bam. Vor allem das mit der Killer Beat, Alter. Das gibt nur der Beat war auch cool. Nur einen einzigen Kritikpunkt, das ist für mich die Aussprache. Wenn er die noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringt, weil ab und zu ist es ein bisschen genuschelt, ist vielleicht auch eine Style-Sache, aber ansonsten fand ich es perfekt. So, Ladies und Gentlemen, kommen wir zu King Easy. Er war der dritte heute, den wir angeguckt haben. Und ich habe ihn im Rapflow,
gleich mal 5 klatschende Punkte gegeben. Ich hatte kein Gefühl von irgendwelchen Mankos. Ich habe hier noch sogar stark 1 plus hinzunotiert, weil ich fand den einfach total überzeugend, sein Rapflow komplett auf den Punkt, eine geile Attitude. Textlich habe ich ihm 4,5 Punkte gegeben. Ich fand dafür, dass er halt auf so einem Trap-Beat gerappt hat und halt auch dieses ganze Trappige gemacht hat, so, da finde ich es immer im Deutschen relativ schwer, gute Punchlines und gute Inhalte rüberzubringen. Das hat er aber geschafft, 4,5 Punkte für ihn im Text. In der Performance habe ich ihm auch 5 Punkte gegeben. Ich fand das Video richtig geil und er hat komplett cool geactet und ich habe auch hier Bombe dazu geschrieben, also er hat mich auf jeden Fall gecatcht. In der Stimme habe ich ihm auch 5 Punkte gegeben, also seine Wiedererkennung ist absolut gegeben. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie 2 Wochen gar keine Musik mehr höre oder keine Ahnung, irgendwie die ganze Zeit, was ich, irgendeine andere Mucke höre, läuft auf einmal irgendwas von ihm im Radio, ich würde es auf jeden Fall mit seiner Stimme sofort wiedererkennen. Deswegen auch 5 Punkte in der Stimme und Song allgemein fand ich auch super zeitgemäß, gerade aktuell der Sound, der viele Leute bewegt, vor allen Dingen halt so dieser Sound von Übersee. Deswegen 5 Punkte und das ist auf jeden Fall eine saftige Punktzahl von 24,5. King Easy, mein Favorite FDR-Teilnehmer. Ich glaube, wir sind hier alle Fans von King Easy und ich glaube, wir würden uns alle auch ein Album von King Easy kaufen. Also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, ich höre einen Profi dort. Es war jemand, wo ich sagen würde, ich würde sofort zu iTunes gehen, mir ein Album kaufen. Es war richtig ein Unterschied zu merken zwischen jemand, der richtig hungrig ist. Den Eindruck habe ich gehabt. Und King Easy hat rausgestanden für mich von allen Teilnehmern mit einem ziemlich krassen Vorsprung, fand ich. Rapflow 5 Punkte, Text 4,5 Punkte. Ich weiß gar nicht, was da gewesen ist, was mich gestört hat. Performance 5 Punkte, Stimme 4,5 Punkte. Ich fand das Überdrehte richtig geil, fand es aber ein bisschen nervig und wollte auch noch ein bisschen Platz da lassen, falls der richtige Michael Jackson kommt, weil das kann natürlich sein. Song allgemein 5 Punkte, insgesamt 24. Ich meine, das ist die stärkste Wertung, die ich abgegeben habe. Performance hat mir natürlich besonders gut gefallen. Der Michael Jackson Move, das muss man sich trauen. Eben Kids auch im Video und so. Also eigentlich alle Faktoren, die einen Hit ausmachen, waren dabei und ich hatte den Eindruck, es war sehr glaubwürdig und es war hungrig. Ein Rapper mit Hunger ist das, was ich sehen will. Was ich von einem Rapper erwarte, ist, dass er mich motiviert. Ja? Und genau das ist eben rübergekommen, eine Energie. Ich bin hungrig, ich will das Geld, ich will diesen Wettbewerb hier gewinnen, ich will, dass Excel ein krasses Video für mich macht. Ich habe richtig Bock drauf. Das kam drauf, das kam für mich raus. Also ich würde nicht als Producer natürlich, fand ich den Jungen überkrass, sondern auch als Käufer würde ich mir sofort das Album kaufen und hatte auch den Eindruck, dass wir alle zwischendurch so einfach richtig begeistert waren. Also ich meine, dass der hier King Easy hier am besten abschneidet. King Easy war der Beste. King verdient. So, da haben wir Rapflow 4, Text 3, Performance 5, Stimme 4, Song allgemein 4. 20. Du warst super, Dicker. Hast du gut gemacht, ja? Also was hat da King Easy hat 20? Fand ich richtig geil. Rapflow 4,5 Punkte, weil einfach krass, krasse Delivery, krasse Technik, einfach geil. Text habe ich 4 Punkte gegeben, weil ich das Gefühl hatte, da geht immer noch was. Also so eine 5 für den Text kriegt man bei mir nur, wenn man irgendwie, wenn ich konstant lache oder konstant denke, das ist der geilste Typ, den ich je gehört habe. Performance völlig geil, 5 Punkte. Stimme ist der Hammer voll. Mit wiedererkennbar, also vom Allerfeinsten, mit dieses Überschlagen, wie seine Stimme sich überschlägt und alles, fand ich richtig geil. Stimme habe ich also 5 Punkte, Song allgemein habe ich 4 Punkte, fand ich richtig geil. Insgesamt 22,5 Punkte. King Easy, da kommen wir auch zu meinem persönlichen Favorit heute. Rapflow 5, es war sehr prägnant, sehr einzigartig. Hatte seinen Style, also Wiedererkennungswert da, also alles geil. Text 4,5. Warum 4,5? Weil es halt doch nur ein Representer war. Hätte es jetzt noch irgendwas mit etwas Tiefsinnigeren gehabt, dann wäre es eine glatte 5, so sind es 4,5. Performance 5, beste Performance am ganzen Abend, war super. Stimme 4,5, auch. Ich zähle das jetzt mal dazu, dass es irgendwie mit der Aussprache auch zu tun hat. Deswegen auch beim Text eine 4,5, also es ist so eine Mischung aus allem. Ja, es kann noch ein bisschen mehr auf den Punkt sein von der Aussprache, ein bisschen
expliziter. Ansonsten sehr geil gemacht. Song allgemein 4,5, eben weil Representer fast perfekt, aber mein Favorit heute Abend. Jetzt Nummer 4 bei FDR und Bongtaggy war bei dir. Ja, den kennt man stark von Rapper, ja. Mittwoch, und der hat einige sehr gute BMCL-Matches hingelegt. Also ist auf jeden, ja, Fall, was Battles angeht. Der ist ganz intelligent, oben dabei. Der Typ. Ja? Der ist wirklich intelligent. Mathe-Genie. Intelligent. Gehört, ja? Richtig Mathe-Genie. Okay, und wir laufen. Viel Spaß dabei. Die saufen. Dein Rap. Ja, 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 ja. Yo. Hey. Schönen guten Tag, ich bin Bongtaggy. Das Glück liegt auf der Straße. Ich schmeiß damit rum, als wär's Konfetti. Wenn ich durch die City lauf wie ein Drogenboss, pump ich dabei auf Repeat den Soundtrack von Pokémon. Bei Rapper Mittwoch wurde ich zwar entdeckt, doch Kiddies im Bett haben nur die Hälfte meiner Witze gecheckt. Darum versuch ich's jetzt mal mit richtigen Tracks. Stell mich mal eben vor und rufe Fick deinen Rap. Ey, jetzt wird doch mal neben dem Takt gerappt. Ich trink den Rest von meinem Fax und schreie Faxe Rest. Ich schwör auf alles, ich hab Abitur. Du hörst den Skill und wirst verrückt wie ne Schachfigur. Lach dir nur, ich bin nicht dekadent. Schwacher Discount, ich geb nicht mal 10%. Ihr bringt nur Mist raus, wenige Disses. Schwacher Discount, ich weiß, dass du deinem dätigen Missbrauch misstraust. Bar so bad, Mann, ich lieb den Scheiß. Meine baddeste Bars für dich ein mittelmäßiger Beat-Vergleich. Jetzt wird's tierisch scheiß. Mein Rap ist der letzte, das Fass zum Überlaufen bringende Kieselstein. B-O-N-G, Hip-Hop im Blut. T-E-Doppel-G, dicker Spit aus der Boot. Schmeiß die Schlüppis schon her, ich würd meinen Namen öfter buchstabieren, wenn dann nicht das Y wär. Schade. Keine Hook gemacht. Ja. Ja, du hast schon schön gesagt, keine Hook oder was? Hab ich auch gedacht. Schade. Schade. Ja, nach King Easy ist schwer, ne? Jetzt zu bewerten. Aber ist was anderes. Der Beat war geil. Ne? Ja, kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Ja. Wie er gerappt hat? Ja. Kann man machen. Okay. Ich habe gesehen, dass du es zwischendurch gefeiert hast. Ja, also ich fand deine Wortspiele, fand ich teilweise. Manche Sachen waren geil, ne? Aber dann fand ich wieder, waren so Sachen, wo ich dachte so, ja, das weiß ich nicht. Ja, also war denn manchmal ein bisschen zu sehr gewollt. War wieder so ein Wort, wo ich dachte so, warum muss man so wahrlich, irgendwas mit wahrlich. Rest auf meinem Fuck, auf Fuck the Rest war schon witzig. Da bin ich nicht so. Ja, Fuck the Rest, das fand ich auch geil. Der Flow war komisch, der ist sehr oft geschwankt. Manchmal war der geil, manchmal war der ja, nicht so geil. Also das war. Ich finde dieser, wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand so einen Flow hat, der ist total auf dem Takt, alles gut, aber so zu gerade. So, weißt du, was ich meine? So, das ist kein so, Gefühl, nur noch genau, Mathematik. Genau, der Song, ja, fehlt mir ein bisschen, ja, dabei. Ja, ja. So. Und das ist bei dem Rapflow, was ich da so finde, ist es irgendwie zu gerade so irgendwie. So, ich weiß nicht, zu staccato, aber, zu. Aber schön sauber war es. Sauber, also, das aber fast zu sauber. Aber eine Stelle fand ich nicht sauber. Eine Stelle, nee, ich meine, von der Außen, genau. War aber richtig so. Und du gesehen hast, ja, was ist das? Da muss ja so rein. Das hat er sich so überschlagen. Das war das Einzige, was man nicht verstanden hat. Sonst hat man jedes Wort ganz genau verstanden. Das fand ich schon mal krass. Ich persönlich mag es auch, wie bei dir, weißt du, so, wenn das ist nicht, wenn es ein bisschen dreckiger ist. Ja, weißt du so? Und ich finde, das sagt auch sehr viel darüber aus, wie lange man rappt. Und das tut er noch nicht so lange. Er rappt eigentlich schon. Ich finde, man merkt das ja nicht so viel auf Beats. Zwei Jahre. Genau, er rappt noch gar nicht so lange. Und das ist halt so. Ein Cappella-Battle-Rapper, weißt du? Genau, das ist so dieses Feeling, was da vielleicht noch kommt. Aber ja, der rappt zwei Jahre. Zwei Jahre, Digga. Cool. Der ist auch noch sehr jung. So. Ich glaube, der ist 23 oder so. Also für mich ist wieder so: Song allgemein, denke ich immer, wenn ich im Auto fahre und wie sich das anhört, für mich, könnte ich mir auf jeden Fall geben. Aber wenn du die einzelnen Dinger so durchgehst, dann findest du immer noch Fehler. Ja. Ja. Aber so allgemein, so der Beat läuft, hörst du ein bisschen zu, da eine lustige Line, das ist witzig, das ist cool, aber halt der Flow, das hat mich sehr gestört. Die Performance passt ihm, fand ich. Ja. Ein bisschen zu overacted fast ein bisschen. Ja, ab und zu war aber so. Es aber ist halt Style, glaube ich. Der ist so ein bisschen hyperaktiv, glaube ich. Ja, ja. Nee, aber das passt. Bongtaggy, Nummer 4. Rapflow, eine 3. Fand ich schon ganz gut. Ab und zu hat er sich überschlagen und
war nicht so ganz auf dem Beat und man merkt, dass er eigentlich nicht so viel auf Beats rappt, zumindest hatte ich das Gefühl. Text ist auch eine 3, ein paar Highlights waren drin, aber nichts Besonderes, was mich umhaut. Performance nur eine 2, war ein bisschen zu übergeactet, aber ja, es war okay, aber nichts, was mich umhaut. Stimme 3, hat gut auf den Beat gepasst, aber wie gesagt, auch da nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht hat oder so. Song allgemein auch 3, war ganz gut umgesetzt, aber ja, geht auf jeden Fall besser. Fand ich auch so medium. Also Rapflow war schon auf jeden Fall ganz geil, war da und war auch irgendwie, weiß nicht, technisch eigentlich ganz gut, aber war jetzt auch nicht so überragend, habe ich eine 3 gegeben. Text fand ich an manchen Stellen lustig und an manchen Stellen langweilig, habe ich auch 3 Punkte gegeben. Performance fand ich eher nicht so dolle, 2,5. Stimme fand ich jetzt auch nicht so doll, 2,5. Allgemein der Song war aber so schon zum Kopfnicken und so, habe ich 3 Punkte gegeben. Ist insgesamt 13,5 Punkte. Bong Teggy. Habe ich Rapflow eine 1,5 gegeben. Also kacke, Dicker. Dann Text 3, Performance 2,5. Stimme eine 2, Song allgemein 4. Ich muss sagen, ich habe dir in der Einzel, das weiß ich noch, in der Einzelbewertung Rapflow Text habe ich dir nicht so viel gegeben, aber allgemein war der Song sehr rund. Kommen wir zum alten Bekannten von mir, Bong Teggy. Auf jeden Fall ein MC, den man von Rapper Mittwoch oft in Erinnerung hat oder auch in einigen Battlemania Champions League Battles. Auf jeden Fall stark unterwegs, was Battles angeht. Im Rapflow habe ich ihm nur 2,5 Punkte gegeben, weil ich fand irgendwie, es war mir zu sauber. So, ich mag das irgendwie ein bisschen, wenn es so flowlich, so ein bisschen dreckiger rüberkommt. Das ist auch schwer zu beschreiben, es ist einfach ein Gefühl. Textlich habe ich ihm 3 Punkte gegeben. Ich fand, er hatte sehr gute Punches und Wortspiele. Aber es hat trotzdem mich irgendwie nicht mitgerissen, sodass es nicht mehr Punkte werden konnte als 3. Performance-mäßig habe ich ihm eine 2,5 gegeben. Kann sein natürlich, dass es halt der Style ist, wenn man so ein bisschen übertrieben actet, aber ich fand es irgendwie zu aggressiv overgeactet, deswegen hier nur 2,5 Punkte. Stimmlich finde ich, er hat schon eine coole Stimme, aber da könnte er, glaube ich, finde ich, mehr mit den Variationen, die er in seiner Stimme hat, spielen, deswegen auch bloß 2,5 Punkte. Und Song allgemein habe ich ihm auch nur 2,5 Punkte gegeben, weil es gab da halt keine Hook und ich finde, eine Hook ist sehr wichtig bei einem Song, weil sie viel darüber aussagt, ob man Songwriting-Skills hat. Und insgesamt hat er dann eine Punktzahl von 13. Bong Teggy. Ah, Rest von... Ah, einen guten Rhyme habe ich gefunden. Rest von meinen Fax, fuck the rest. Also das ist ein, wie heißt das, Mirror Flow. Und das fand ich natürlich gut. Insgesamt habe ich mich natürlich gefragt, ist diese Performance überhaupt noch zeitgemäß? Diese Art von Rhymes hat man ja so vor 10, 15 Jahren gemacht. Afrop Ferris, ich meine, die erste Zeile wäre sogar von dem Song von Afrop und Ferris. Ich fand es so ganz souverän, aber dadurch halt auch nicht so richtig herausstechend. Also hier ist ja so das Wort gefallen, ein bisschen hölzern oder so. Ja, also es war souverän. Es war souverän und ausbaufähig, aber es war eben auch nicht mehr als das. Bei mir Rapflow 4 Punkte, Text 4 Punkte, Performance 4 Punkte, Stimme 4 Punkte, Song allgemein 4 Punkte. Das heißt, das ist irgendwie so alles so ganz gut, weil die Leute, die hier sind, die sind alle auch ganz gut. Aber halt eben dadurch halt auch nichts Besonderes irgendwie, ja, aber schon trotzdem so korrekt. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so mit dem Flow und so, da kann man auf jeden Fall irgendwie einen guten Song machen oder so. Aber dieser Song hat mich persönlich jetzt nicht überzeugt, aber den Künstler fand ich schon cool. Jetzt kommt ein Hook, Alter. Jetzt kommt ein Trap-Song. Dreht sich der Magen um, oder was? Nee, das wird lustig. Versace, Papucci, ich erzähle euch ganz kurz, sind Schlappen so, ja? Hausschuhe sozusagen, ja? Darum in welcher Sprache? Der Typ kommt aus Österreich. Der heißt Berlusconi. Und ja, viel Spaß damit. Der war auf jeden Fall entspannt. Ein Wiener, ein Wern. Okay, das ist schon zur Seite mit euch. Fick dein Rap.
Was machen wir? Ja, Money. Wir machen Money, Motherfucker. Ja, Mann, genau so. Ja, okay. So geil. Genau. Versace, Papuche. Ich will Versace, Papuche. Ich will Probleme beim Wählen der Farbe. Bis dahin ein Deal mit Kumpels. Versace, Papuche. Versace, Papuche. Bis dahin ein Tut die Kapuze. Versace, Papuche. Bunker das Hiss in der Hütte. Bunker das Kok in der Nutze. Versace, Papuche. Alle haben Hunger hier im Loch. Alle haben Hunger hier im Loch. Tu mal nicht auf Boss. Sie machen dir ein Loch in deinem Bauch. Machen dich mit Stellemesser auf. Ja, ja, alle haben Wunden hier im Kopf. Dafür aber niemand deinen Job. Willkommen im Block. Von uns redet keiner mit den Cops. Alle reden immer nur mit Gott. Ja, Trete geht wann? Das Pedal der Kutsche mit Pferd. Was sind Wünsche dir wert? 60 per Gramm. Das Leder hat Kusch finanziert. Knast, bevor ich erfriere. Auf der Jagd nach Papier. Was kannst du verlieren? Ich will Versace, Papuche verkehrt. Und krieg ich sie nicht, Mann, dann nehm ich sie dir. Versace, Papuche. Ich will Versace, Papuche. Ich will Probleme beim Wählen der Farbe. Bis dahin ein Deal mit Kumpels. Versace, Papuche. Versace, Papuche. Bis dahin ein Tut die Kapuze. Versace, Papuche. Bunker das Hiss in der Hütte. Bunker das Kok in der Nutze. Versace, Papuche. Ach, Bern. Wo kommt der aus? Wien? Ja. Aus Meidling hat er, glaube ich, auch gerade gerappt drüber. War auch ganz geil, ey. Da. Gibt's ja diesen Los Santos-Kanal. Ja? Ah, da wo du den reingeschmissen hast. Und ich so, ey, ich will da drehen hier, ja. So da drunter, irgendwo in so einem Kanal. Guck mal, Alter. Also, ja, Mann, so, ey, ja, da müssen wir hin, Alter. So, hallo? Ja. Ich kenn Songs von dem. Ich kenn Songs von dem, aber. Du kennst schon was von dem? Ja, aber auf normalen Rap-Songs. Also nicht auf Trap und es ist tausendmal krasser. Echt, ja? Es ist tausendmal krasser. Seine Stimme war doch am Anfang so voll nice irgendwie und dann war das so richtig anstrengend. So. Also ich fand die Performance eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. So, das habe ich irgendwie gecatcht. Ich fand auch zwei, drei Lines fand ich richtig geil. Insgesamt fand ich das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, ist, also es soll natürlich auch wahrscheinlich nicht witzig sein, es soll keinen Spaß machen, aber wenn ich Musik höre, dann möchte ich einen gewissen Spaß bei der Sache haben. Der war da überhaupt nicht da, es war richtig todernst so. Soll wahrscheinlich auch so sein, deswegen würde ich auch sagen, es ist so performancemäßig war es sehr gut, es ist so rübergekommen, wie es rüberkommen sollte, Stimme auch genau so, wie es sein sollte, es ist alles so, wie es sein soll, aber es ist halt nicht so mein Geschmack. Ich fand das total behindert so. So, ich fand, das, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, so, weil das hört sich an, so, wir sind ein bisschen aggressiv und lassen das ein bisschen raus. So. Digga, wenn man aus so einer Hood kommt und so, da überlegt man sich, wie man Kohle macht. So. Weißt du, was ich meine? Also auf mich wirkt das so wie Jugendclub, aber schlecht gemacht. In Wien geht es so gut so und deswegen machen die auf Gangster. So wirkt es auf mich. Das wäre das Letzte, was ich mir kaufen würde. Ich finde es richtig scheiße, Alter. Richtig mies abtönen. Und wenn du Gangster sein willst, dann überleg dir, wie du Gangster bist, Alter. Dann überleg dir, wie du dein Cash machst. Verstehst du? Wir kommen doch alle aus dem Loch, verstehst du? Aber du machst es nicht. Dann lässt du deine Aggression, Alter, dann gehst du breaken. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn du mit der Scheiße Geld machen willst, dann überlegst du dir, dass du gut klingst. Damit geht's los. Einen Bruder. Ja, ist doch so. Ja, jetzt hast du es nochmal richtig von Onkel Tommy gekriegt, Alter. Wann bist du das nächste Mal in Wien? FDR-Teilnehmer Nummer 5, Berlusconi, Versace, Papuche. Fand ich persönlich ziemlich anstrengend. Und es ist folgendes. Rapper und der Hip-Hop heutzutage, es gibt viele Leute da draußen, die Vorurteile haben. Warum? Weil teilweise Artists, also meine persönliche Meinung, weil teilweise Artists ihre Wut mitbringen, ihre Wut über Musik kanalisieren und das genauso einfach da draus gespuckt wird. Und so ein bisschen den Eindruck hatte ich gehabt, mein Eindruck war, der macht die Mucke eher für sich als für mich. Und ich bin in dem Punkt Konsument und als Produzent eben ist mir wichtig, dass der Artist direkt in die Hirnrinde der Konsumenten reinkommt. Also der Konsument muss das Gefühl haben, es ist für ihn gemacht. Ja, es ist ja hier nicht Beschäftigungstherapie, weil dann gehen wir irgendwie ins Jugendfreizeitheim und breaken oder so, ja, oder gehen irgendwie nachts Graffitis machen. Deswegen, ich
hatte Schwierigkeiten mit Berlusconi. Versace Papuche fand ich lustig so. Das ist irgendwie so der Swag heutzutage. Ich bin kein großer Fan, aber das fand ich irgendwie schon ganz geil. Ich fand es insgesamt halt echt ein bisschen anstrengend. Hook und Stimme und so. Ich finde, wenn... Also, und das Witzige ist, es ging ja gut los. Am Anfang, das waren die ersten ein, zwei Sachen, die waren richtig smooth. Da hat man gehört, so, der Junge hat eigentlich eine ganz coole Stimme. Der hat halt einfach nur überhaupt keine Ahnung, wie er damit umgeht. Ja? Rapflow 3 fand ich jetzt nicht so total schlecht. Irgendwie am Anfang fand ich richtig geil übrigens. Und dann wurde es halt ein bisschen anstrengend. Text 2, weil... ich komme aus der Armut und ich komme von den Jungs mit den Knarren und ich komme von den Jungs, die genau Rap machen, um nicht irgendwie Drogen verchecken zu müssen, um nicht irgendwie mit Waffen handeln zu müssen. Und die wollen gut aussehen und die wollen smooth aussehen. Und wenn man Geld mit Musik machen will, dann muss man sich halt auch echt was einfallen lassen. Ja, Stimme 1. Ich wünsche ihm, dass er lernt, wie man mit seiner Stimme umgeht, weil die ist eigentlich ganz geil. Am Anfang fand ich so ein bisschen Cypress Hill-mäßig. Das war ja echt voll cool irgendwie, ja. Also unbedingt dranbleiben. Und Song allgemein 2. Also ich bin insgesamt gekommen auf eine Gesamtpunktzahl von 11. Wobei ich meine, da gibt es halt eben Potenzial bei dem Künstler. Ich wünsche mir aber, dass eben an der künstlerischen Umsetzung noch was gemacht wird. Das heißt, dass der sich einfach Gedanken macht, wie bringe ich das across, was ich sagen will. Da haben wir Rapflow 2,5. Fand ich ein bisschen schade, dass er sehr einfach geblieben ist. Soll vielleicht auch so sein. Ist ja auch jedem sein Ding, was er macht. Aber ja, kann von mir aus gerne ein bisschen variabler sein. Text auch 2,5. Gängige Geschichte. Hat man auch schon sehr oft gehört. Auch nicht sehr innovativ verpackt, finde ich. Natürlich einen neuen Slang hat er da ausgepackt. Deswegen gibt es auch immer 2,5 Punkte. Performance eine 3 hat er ganz gut gemacht, solide. Hat mich aber auch nicht umgehauen. Ich bin ein Freund von Ironie und ein bisschen... Spaß muss dann schon bei der Sache sein und da kam aber nichts rüber, es war sehr ernst, was natürlich passt und was auch okay ist. Stimme hat er aber 4 Punkte von mir gekriegt, weil die hat perfekt auf den Beat gepasst, das hat er gut gemacht, die konnte er gut einsetzen, von daher hat er das wirklich gut gemacht. Song allgemein 2,5, ja, weil es halt nicht der Song war, der mich jetzt weggeballert hat. Also insgesamt 14,5 Punkte für Berlusconi. Jetzt haben wir Berlusconi. Rapflow 3,5. Fand ich okay. Text war 2. Ich glaube, ich habe da ganz wenig verstanden, aber irgendwie, ja, ein paar Reime habe ich da mitbekommen, war ganz okay. Performance sah cool aus mit einem Cappy unten und Schatten, finde ich immer sehr geil. Eine 3,5. Stimme 3,5 fand ich auch okay. Song allgemein fand ich nicht so toll. Ich mag keinen Trap, finde ich scheiße. Das heißt, hier fick dein Rap, nicht fick dein Trap. 2,5. Insgesamt hast du 15 Punkte bekommen, was eigentlich noch okay ist. Den fand ich eigentlich ganz geil. Rapflow 3,5, weil es einfach gepasst hat auf dieses Trap-Ding, fand ich irgendwie cool. Text, da waren ein paar coole Lines dabei, an die ich mich auch erinnert habe danach. Da habe ich 3 Punkte. Performance fand ich ziemlich cool. Das hat gepasst, war auch eine runde Sache so. Das Video war geil irgendwie, es kam alles voll authentisch rüber. Habe ich 4,5 Punkte. Stimme fand ich auch cool, 3,5 Punkte. Und den Song allgemein habe ich gefeiert, habe ich 4 Punkte gegeben, 18,5. Ich fand den insgesamt vom Gesamteindruck eigentlich schon ziemlich cool. Also Rapflow gab ich ihm 3,5 Punkte. Ich fand, hat er alles solide rübergebracht und hat mir gefallen. Textlich habe ich ihm auch 3,5 Punkte gegeben. Eine Line ist mir da hängen geblieben, die habe ich auch aufgeschrieben. Diese Kochline, alle haben Hunger hier im Loch, aber ich bin nun mal kein Koch. Das fand ich ziemlich cool. Performance-mäßig habe ich ihm auch solide 3,5 Punkte gegeben. Stimmlich habe ich ihm 3 Punkte gegeben und im Song allgemein auch 3 Punkte, insgesamt 16,5 Punkte. Dein